Im Jahre 1830 lebte ein Mann namens Friedrich Eggermann in einem kleinen Haus. Er hatte einen Vogel, der Nico hieß. Neben dem Vogelkäfig stand ein Fischglas mit vielen Goldfischen. Jeden Tag flog der Vogel zum Fischglas und beobachtete die vielen Goldfische. Der alte Mann freute sich darüber. Aber eines Tages wurde der Vogel krank und konnte nicht mehr fliegen. So ging Friedrich mit dem Vogel zu Tierärzten. Die Ärztin kontrollierte, ob der Vogel noch fähig war zu klettern, denn er würde nie wieder fliegen. Er konnte noch klettern, aber wie sollte er die Goldfische beobachten, ohne zu fliegen? Friedrich war sehr traurig, weil Nico immer wegen seiner Flügel weinte. Somit beschloss der alte Mann, mit Nico in einen Aquazoo zu gehen. Dort bewegt man sich in einem Tunnel unter Wasser. Man kann dort viele Fischarten beobachten. Jeden Tag gingen die beiden dorthin und Friedrich kam nach 9 Monaten endlich auf eine Idee. Er wollte für Nico ein eigenes Aquarium bauen. Und das sollte auf dem Käfig stehen, so dass der Vogel dort hineinklettern konnte. Es dauerte eine Ewigkeit, bis Friedrich es so hinbekam, wie er es sich vorstellte. Nico schaute begeistert zu.